wir verzichten auf viel Luxus, dafür haben wir halt andere Dinge, aber jedem ist was anderes wichtig und das, damit sollte man mal anfangen. Was ist mir wichtig, was möchte ich in einem Jahr oder was möchte ich in einer Woche? Ne? Und das aufschreiben, sich wünschen und das dann auch anziehen. Wir sind Maria und Christian und leben seit einem Jahr in unserem Mini-Expeditionsmobil auf den Kanaren. Ja, die Basis ist ein ganz einfacher T4, Synchro allerdings, also mit 4x4 Antrieb mit der Visco-Kupplung. Die Visco-Kupplung ist ja so ein spezielles VW-Ding, hat wirklich nur VW, aber das jetzt zu erklären wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Vom Vorbesitzer wurde das Auto 2000 ein bisschen caravanfähig gemacht mit einer Westfalia-Ausstattung, allerdings nur mit einer halben. Also das Faltdach gehört dazu und auch das ganze Schranksystem. Aber der Rest, was quasi mittig zu finden ist, das wurde überhaupt nicht ausgebaut. Wir haben den bekommen mit Beifahrersitz und einem Sozius-Sitz. Sozio-Sitz heißt es, glaube ich, quasi ein Einzelsitz, der nochmal gegenüber dem Beifahrersitz so positioniert ist. Genau, und unsere Aufgabe war es dann mit unserem Ziel Indonesien, den ein bisschen expeditionsreifer zu gestalten und ein bisschen schlaftauglicher und wohntauglicher, letztlich für eine gewisse Zeit oder für eine lange Zeit. Und so haben wir erstmal auch angefangen, so ein Bett zu bauen, dass wir nicht nur die Möglichkeit haben, oben zu schlafen, sondern auch unten, denn jetzt ist es gerade wieder sehr windig, das ist schon grenzwertig für das Zelt oben. Da darf es einfach nicht zu windig sein und in solchen Fällen müssen wir dann einfach unten schlafen. Und das ist eine Konstruktion, die wir einfach mit Lattenrost ganz einfach ausziehen können und ganz bequem zu einem, glaube ich, 1,80 fast langen Bett ausbauen können. Ja. Gibt ja die meisten Reisenden machen das nach dem Studium. Die machen das vor dem Studium, die machen das einfach in jungen Jahren. Und wir standen mitten im Leben. Genau. Beruflich gesehen, familiär gesehen. Ja, wir waren beide schon 10 Jahre verheiratet, hatten dann vor 4, 5 Jahren die Trennung hinter uns und haben uns dann vor 4 Jahren kennengelernt. Ne? Und hatten beide unabhängig voneinander den Wunsch zu reisen. Und ich hatte immer den Traum, die Welt mit einem Auto zu bereisen, unabhängig zu sein, da zu sein, da zu schlafen, wo man halt gerade ist. Das war immer so mein Wunsch. Und Christian wollte immer mit dem Rucksack nach Südostasien. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann fahren wir halt mit dem Auto nach Südostasien. Damit wir strommäßig recht autark sind, habe ich oben auf dem Faltdach quasi eine ganz normale Hausdach-Solarpanel drauf platziert. Denn die ganzen Solarzellen, die man für den Van kriegt, die sind wahnsinnig teuer und teilweise von der Leistung eben auch nicht so, so hoch. Das ist ein 420-Watt-Panel, super günstig. Ich glaube, mit 120 Euro ist man dann dabei, weil die gibt es einfach in großen Packs für die Häuser. Einfach, und man hat immer irgendwie Möglichkeiten und Angebote, dass man so ein Einzelpanel bekommen kann. Und besser geht es eigentlich gar nicht. Und damit ich nicht ins Dach schrauben muss, habe ich mich für diese Kabellösung entschieden, die dann hier quasi über die Heckklappe nach innen geleitet wird. Quasi in denselben Kabelstrang, der auch für die Rückleuchten letztlich benutzt werden. Und so sind wir relativ autark. Das Ganze geht in eine 150 Amperestunden Lithium-Batterie. Ich glaube, das war das Teuerste an diesem ganzen Ausbau, aber das verschafft uns die Möglichkeit, einfach die gesamte Kapazität dieses Akkus auszuschöpfen. Also einen normalen Bleiakku darfst du halt nur zu 50% leer saugen. Ob wir es brauchen oder nicht, wir sind da auf Nummer sicher gegangen. Wir haben uns für
ein Ersatzrad entschieden. Wir haben so einen Kurs mitgemacht quasi von Synchro Travels, damals so einen Workshop organisiert, wie man so einen Reifen flicken kann. Ich glaube, wir haben es schon wieder vergessen, aber so die Grundlagen haben wir noch behalten, aber trotzdem haben wir uns entschieden, noch mal ein Ersatzrad mitzunehmen. Man weiß ja nie, denn wenn man im Iran oder Pakistan unterwegs ist, so wie wir es geplant haben, ist es ja gut, so ein paar Teile einfach dabei zu haben. Genau, Sandbleche, da haben wir uns nicht für die normalen, klassischen entschieden, die man so irgendwie ja, klassischerweise an die Seite platziert. Wir haben uns für diese Faltbahn entschieden, die kommen aus Italien. Den Namen habe ich jetzt irgendwie vergessen, aber die haben einfach vielfältige Möglichkeiten. Man kann sie als Rampe benutzen vor so großen Steinwellen oder einfach als Nivellierhilfe kann man sie benutzen oder sich halt aus dem Sand raushelfen. Einziger Nachteil, die sind wahnsinnig schwer. Ich glaube, 7,5 Kilo wiegt ein so ein Ding. Und davon haben wir 2 dabei. Das ist schon krass. Aber zum Thema Gewicht können wir gleich nochmal kommen. Anderes Bergungszubehör, Ersatzseil, haben wir hier das nötige Zubehör zum Ersatzteil, Gummistiefel, Klappspaten und noch ein Campingtisch. Das ist alles hier drin. Und wenn wir mal wieder zu viel Wäsche haben, Dreckwäsche quasi zum Waschen, dann kommt ihr natürlich auch hier rein. Der ist nicht wasserdicht, aber das muss er dann in dem Fall auch nicht sein. Genau. Und dann haben wir noch hier 2 Aluschienen platziert. Da haben wir so eine Box quasi nochmal dran gemacht, weil wir brauchen hier in so einem kleinen Auto einfach jeden Stauraum, den man irgendwie haben kann. Und hier nicht für großgewichtige Dinge, sondern einfach für leichte Sachen wie Hygieneartikel, ne? Sei es Toilettenpapier, Küchenrollen und so. Das findet dann hier immer gut Platz. Genau. Dann, wenn ich jetzt die Heckklappe gleich aufmache, normalerweise, da sind die stärksten Gasdruckfedern verbaut, die man für einen T4 überhaupt kriegen kann. Mit Ersatzrad, super. Funktioniert, also Leiter und Ersatzrad, perfekt, aber mit den beiden oder mit den 3 Sachen funktioniert es nicht, dann ist unsere Lösung einfach diese Malerstange, die wird ja häufig dafür verwendet und dann klappt es auch mit der Heckklappe. Also mit Rucksack wollte ich ja damals alleine. So, das sollte ja auch so ein bisschen so eine Reise zu mir selber sein. Und das geht alleine einfach. Wahrscheinlich geht es auch nur alleine, um so an die Grenzen zu kommen und sich zu spüren in unbekannten Gefilden. Und die Entscheidung, ob wir das mit dem Auto gemeinsam machen oder nicht, da haben wir gesagt, wir lassen das mal ein bisschen auf uns wirken in Georgien. Georgien war so eine Teststrecke. Wir sind einfach 14 Tage nach Georgien geflogen mit Rucksack. Und haben einfach mal geguckt, wie wirkt das so für uns, in Hostels zu übernachten, in fremden Betten und dann immer wieder den Rucksack zu packen und loszuziehen. Und es ist ein total schönes Gefühl, seine Sachen alle quasi in einem Rucksack zu haben und dann quasi auf dem Rücken zu tragen und dann wieder loszuziehen. Aber es gibt einfach auch entscheidende Nachteile, die das so mit sich bringt. Und wir gucken uns ja gerne die Länder an, mit den Facetten, die einfach auch die ländlichen Regionen bringen, eben abseits jeglicher Touristenspots. Da fängt ja lässt sich das Reisen auch an. Und wir haben gemerkt, wenn wir quasi per Anhalter unterwegs sind, froh sind, mitgenommen zu werden, fahren wir an so tollen Stellen vorbei, an so tollen Plätzen, wo wir gerne geguckt hätten. Aber wenn man einmal im Auto sitzt, das Glück hatte, mitgenommen zu werden, dann lässt man sich halt auch bis zum Ende fahren. Und so landet man immer von Stadt zu Stadt, von Zentrum zu Zentrum. Aber man lernt das Land nicht im Kleinen kennen. So, und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir die schönen Länder quasi aus Autoscheiben an uns vorbeiziehen sehen, soll es unsere Autoscheibe sein und wir entscheiden, wo wir stehen und fahren und wie lange wir bleiben. Ja, denn das ist auch nochmal so eine Sache, entscheidet man sich mit Rucksack mal länger an einem Ort zu bleiben, dann könnte es sehr teuer werden. Da muss man abwägen, okay, das Hostel kostet jeden Tag, jede Nacht. Lohnt sich das jetzt eine Woche zu bleiben? Und diese Frage, die stellt sich im Bulli einfach nicht, wenn man irgendwo kostenlos steht. Klar, man muss essen
Aber ansonsten ist man da schon deutlich freier. Das ist so ein typischer Westfalia-Kanister. Und mit 50 Litern und Duschen, sparsam Duschen, kommen wir höchstens vier Tage. Ja. Da müssen wir schon sparsam sein. Ne? Mit Kochen eingerechnet. Und davon trinken. Und trinken, ja. Genau. Hier sind nochmal Aluprofile für die Sandbleche. Die Sandbleche sind ja zum Klappen. Und damit sie versteift werden können, macht man links und rechts dann jeweils diese Aluprofile dran. Und das kann diesen Bulli komplett tragen. Also wir könnten diese Sandbleche auch als Brücke verwenden, wenn wir mal irgendwie ein Loch haben, wo wir drüber fahren müssten. Also quasi auch dafür sind wir gerüstet. Genau. Dann haben wir normalerweise hier unsere Dusche drin. Die ist jetzt in der Kiste hinten. Mit zwei Duschköpfen und die hängen wir einfach hier rein, ist so ein USB, so eine USB-Pumpe drin, 12 Volt und also mit Akku so und funktioniert super. Da der Wunsch nach einem Abenteuer doch da ist und die Kanaren uns natürlich eine richtig schöne Zeit geboten haben mit vielen tollen Sonnentagen und ja, also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, wie schön das ist, wenn man mal so ohne Regen, ohne Wolken für 10 Monate leben kann. Das ist unglaublich, was das mit uns gemacht hat, mit unserem Gemüt, mit unserer inneren Einstellung. Also ja, perfekt. Aber es ist gut gewesen und wir wollen jetzt nochmal ein Abenteuer starten und deswegen haben wir uns entschieden, eben nach Mittelamerika, Mexiko zu verschiffen. Diesen Tisch haben wir uns gebaut, um so ein bisschen den Außentisch zu haben, aber auch für Stauraum. Hier unten sind nämlich unsere Campingstühle, Wanderschuhe, kleine Höckerchen und da kann man bis ganz nach hinten kann man noch Sachen verstauen. Genau, und wenn wir duschen wollen, dann nehmen wir einfach hier die Schüssel, machen die mit Wasser voll und dann muss man diese Pumpe. Und das ist auch, also ich finde es richtig cool, weil du kannst hier drücken und dann hört es wieder auf. Ne? Also bei dieser anderen Dusche, dann läuft das ja ununterbrochen, aber hier kann man sich das dann, es ist total sparsam, also wenn wir, dann reicht eine Schüssel für alle beide ohne Haare. Das passt. Was sich total bewährt, ist halt, dass wir diesen Tisch einfach so gebaut haben. Bei der Westfalia-Küche ist es normalerweise so, dass du hier so eine Abdeckung hast und die klappst du dann nach oben. Und das haben wir einfach weggenommen, haben uns ein Fensterbrett gekauft. Deswegen hat man hier auch so schön diese Kante. Und ja, damit ist es weg. Man kann jetzt hier sitzen, aber wir können auch zu zweit hier sitzen und hier essen. Und das machen wir total oft. Oder arbeiten. Ist beides möglich. Ich kann ja nochmal für uns beide sprechen. Ja. Also, wir sind beide Sozialpädagogen. Letztlich sind wir, ja, haben wir viele Jahre im Heimbereich gearbeitet, also stationäre Jugendhilfe, kurz vor unserer Reise beide als Hausleitung gearbeitet, also waren dann verantwortlich jeweils für ein Kinderhaus. Du hast es dann bis zum Ende gemacht. Ich habe dann, so ein Jahr vorher habe ich dann nochmal den Job gewechselt, war dann bei der Diakonie als Referent tätig. Also von dem beruflichen Werdegang standen wir also gut da, wir waren gefestigt, es war alles gut. Wir hätten da auch ewig weiterarbeiten können. Und für soziale Verhältnisse haben wir auch gutes Geld verdient und konnten natürlich auch so für die Reise ein bisschen was ansparen. Ja. Und dennoch war das Bedürfnis, letztlich auszubrechen, vielleicht auch ein Stück weit aus dem Alltag und in das Abenteuer zu gehen, ja dann doch stärker als diese Sicherheit. Ich habe dann die letzten Jahre eine Ausbildung noch nebenher gemacht zur Familientherapeutin. Und da habe ich jetzt, da haben wir quasi eine Online-Praxis sozusagen, ja, wo ich so ein paar Klienten online betreue. Und wir haben
so einen Atemkanal bei YouTube angefangen, wo Christian das hauptsächlich macht. Die Atmung ist ja so ein ganz zentraler Bestandteil einfach jedes Wohlbefindens und überhaupt jeder körperlichen Prozesse. Und ich bin schon ganz, also noch weit vor unserer Reise, bin ich halt auf Wim Hof und diese Wim Hof Atmung gestoßen und war einfach wahnsinnig begeistert über das, was es im Körper letztlich tut und anrichtet im positiven Sinne. Und habe das natürlich weiterverfolgt und es gibt natürlich außer der Wim Hof-Atmung gibt es natürlich noch viele andere Dinge und gerade in Kombination auch mit der therapeutischen Arbeit. Wir kennen das ja alle, wenn wir im Stress sind, wie wir atmen, wenn wir im Stress sind. Die Atmung wird schneller und unkontrollierter und so wie es ja auch bei Körper und Geist wirkt, also wenn ich mich gerade hinsetze, fühle ich mich gleich besser oder selbstbewusster. So funktioniert es ja auch mit der Atmung, wenn ich die Atmung bewusst verändere, verändert sich auch meine Geisteshaltung und meine Stimmung. Und an sich ist das eine wahnsinnig einfache, weil man braucht halt kein Tool, man braucht keine Hilfsmittel, ist ja alles da, was man braucht. Es ist einfach, aber wahnsinnig wirkungsvoll, letztlich sein eigenes Wohlbefinden zu steigern und auch das Immunsystem, wenn man an Wim Hof denkt. Genau. Und so haben wir angefangen, letztlich einmal für deine Beratung und auch letztlich dann für alle, weil es relativ gut angekommen ist, so geführte Atemroutinen quasi auf YouTube zu stellen. Hier haben wir einen Kühlschrank, das ist ein ganz normaler Strom, also der läuft über Strom, nicht über Gas, mit einem kleinen Gefrierfach. Das war jetzt im Sommer auf den Kanaren richtig cool, dann hatten wir sogar Eiswürfel in unseren Getränken. Ja, das ist, ich sag immer, das ist unsere kleine Terrasse. Da haben wir hier unsere USB, also alle Dinge, die man mit USB lädt, die kommen einfach hier oben rein. Und genau, Leo ist hier auch schon, weil nämlich daneben ist sein Futter. Aber hier ist noch unsere Mini-Apotheke und ja, noch so ein bisschen links. Aber hier in der Klappe, ja, da ist was für Leo dabei, ne? Warte. Geh raus. Okay. Von unserem Kleiderschrank. Da habe ich quasi, die meisten Klamotten drin. Und das ist auch alles, was wir haben. Also mehr Klamotten gibt es einfach nicht mehr. Ein paar T-Shirts, ein paar Hosen. Ich finde es eigentlich immer noch zu viel. Und, aber so kommen wir mal 4-5 Wochen ohne Wäsche waschen aus. Von daher ist es auch gut. Auf den kleineren Inseln hatten wir viel öfter die Möglichkeit, mal so an einem Waschbecken zu sein oder an so Picknickplätzen. Da haben wir auch mal schnell was mit der Hand durchgewaschen. Das ist leider hier seit Teneriffa, Gran Canaria gibt es das nicht mehr. Und Fuerteventura und Lanzarote ist sowieso ganz trocken. Da gibt es total, also für uns, wir hatten noch nie so Probleme, irgendwie an Wasser zu kommen. Ne? Also wir hören ja oft von Familien und Freunden, na, wir drücken euch die Daumen, dass ihr weiterkommt. Ihr seid ja noch nicht wirklich weit gekommen auf den Kanaren. Ne? Das tut mir auch leid und so. Ja. Stimmt. Im Außen, auf unserer äußerlichen Reise, sind wir tatsächlich nicht weit gekommen. Ne? Aber ich sage mal, wir sind irgendwie mindestens auf zwei Reisen unterwegs. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, ne? Aber irgendwie ist es so. Wir haben einmal die Reise im Außen, Horizonterweiterung, neue Erfahrungen, neue Grenzen kennenlernen. Und darüber hinaus gibt es diese Reise einfach so zu uns selbst, die genau dann anfing, als wir unsere Wohnung aufgegeben haben, unsere Jobs aufgegeben haben und dann nur noch uns hatten, hier im Bulli, wo alle äußerlichen Zwänge, alle äußerlichen Energien, alle äußerlichen Anforderungen einfach weg waren und wir nur noch auf uns konzentriert und eingedampft waren. Und ich muss sagen, auf dieser Reise sind wir durchaus schon gut vorangeschritten. Ja, und das ist so schön, dieses bei uns zu sein und mal eine Zeit im Leben zu haben, wo du mal von außen nicht beeinflusst wirst. Ne? Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir uns dann so einsame Plätzchen suchen, wo wir auch wirklich niemanden treffen, wo wir niemanden brauchen, wo wir einfach nur uns haben und den Tag so gestalten können, wie wir das gerne möchten. Ne? Das, ja, also ich
finde das so, so schön. Das fing, ich glaube, so richtig fing das auf El Hierro an. Das war unsere zweite Insel. Auf La Palma waren wir noch ziemlich so aktiv und dies, das, jenes. So, das war noch so ein bisschen wie normaler Urlaub. Und auf El Hierro haben wir uns dann echt mal für eine Woche in den Wald zurückgezogen und auch wirklich niemanden getroffen und zum ersten Mal gespürt, wie das ist, wenn man halt wirklich nur mit sich alleine ist. Da haben wir einfach an die Scheibe ein Holz gemacht und auf das Holz diese Packtaschen angeschraubt. So. Und damit, da passen alle T-Shirts, alle Unterhosen und Socken rein, die Christian so hat. Also ich denke schon, dass das so ein halbes Jahr Reisen ist total easy, dann so eine Transformation zu erleben. Also das ist schon so, weil diese ganzen Energien im Außen, diese Freunde, die dir vielleicht mach dies, mach das im Außen, die Arbeitgeber, diese negativen, es ist einfach oft eine Stimmung, die man selber so abbekommt, die aber von außen kommt. Vielleicht nicht nur Stimmung, sondern auch so Anforderungen und Fremd. Ja, aber schon Stimmung. Diese ganze Energie, die dir so begegnet, dann weißt du manchmal gar nicht, wohin mit dir. Du spürst das, aber wo gehört das jetzt hin? Gehört das zu mir? Ist das von jemand anders? Was kann ich damit machen? Und das fällt ja dann erstmal weg. Das ist ja dann erstmal. Und dann siehst du, das ist ja wie so ein Dunstschleier, der sich dann auf der Reise einfach verzieht und dir wird klar, was willst du denn eigentlich wirklich? Ja. So, das ist schon der Vorteil beim Reisen, dass es total einfach ist. Das ist zu Hause in diesem ganzen, diesem ganzen Einflussbereich von außen, in diesem Netzwerk, wo man drin ist, von Anforderungen, von außen auferlegten Zielen, super schwierig, dann da nochmal in sich zu kehren oder in sich zu gehen und zu sagen, was will ich denn wirklich? Man braucht keinen Van, man muss auch nicht unbedingt reisen im Außen, um zu sich selber zu kommen. Es macht es super einfach. Also man muss sich viel weniger anstrengen, weil man kommt viel leichter zu sich selber, wenn man von den äußeren Einflüssen total abgekapselt ist. Aber es ist keine Voraussetzung. Ja, also es ist auch in Deutschland möglich, egal was gerade auch in Deutschland los ist mit Corona, das ist dieses Leben, das hat man völlig ortsunabhängig in der Hand und kann es komplett für sich selber ändern. Und man muss nur den Mut haben, gewisse Lebensaspekte vielleicht wirklich mal über Bord zu werfen.